Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zu diesem Video. Hier muss ich reinsprechen. So, ich begrüße euch zu diesem Video. Es ist bitterkalt hier. Der Winter ist auf jeden Fall angekommen. Deswegen passt das auch ganz gut ins Video. Und zwar zeichnen wir Schneemänner. Ja, ich habe gleich mehrere davon gemacht. Der vierte kommt jetzt hier noch drauf. Und zwar ist das erste Video von vier verschiedenen Schneemännern. Jeder ist anders gezeichnet. Das heißt, der erste ist mit Bleistift, der zweite mit Buntstift, der dritte mit Buntstift auf grauem bzw. braunen Hintergrund. Und der vierte wird so, wie ich das immer mache, also mit Konturstiften ausgelegt, mit Aquarell und Buntstiften. Das heißt komplett, und der kommt dann noch. Ich bin gespannt, was ihr zu diesen vier Varianten sagt, welche davon euch am besten gefällt, und würde sagen, wir starten heute mit der Bleistift-Variante. Ich übergebe euch jetzt einem Vergangenheits-Alex, der nicht ganz glücklich darüber ist, nur mit Bleistift zeichnen zu müssen, weil das ist eine Sache, die macht der nicht gerne. Ich hoffe aber trotzdem, dass das Video für euch unterhaltsam ist und sage viel Spaß damit. Die Teile der anderen Videos findet ihr übrigens unten in der Videobeschreibung bzw. oben passend verlinkt. Das, was hier unter der Hand liegt, das ist das letzte spontane Kritzeln gewesen. Das Ganze findet ihr hier oben in der Ecke bzw. unten unter dem Video. Darum geht es heute aber nicht. Heute geht es um diesen weißen Zettel hier, den ihr als solches jetzt erkennt. Oh, ich muss mal gerade das Licht ausmachen. Hier ist ein Schatten drauf. So, und auf diesem weißen Zettel, da werden wir jetzt einen Schneemann zeichnen. Und zwar einfach mit Bleistift. Also das, was ich sonst im Prinzip so gar nicht mache. Klar, mit Bleistift zeichnen auf jeden Fall, aufgrund von Skizzen. Aber jetzt nicht in Form einer fertigen Zeichnung. Das heißt, wir arbeiten uns jetzt mal hier so ran. Ich zeichne jetzt hier so eine Mittelachse hin. So sieht das Ganze aus. Werde hier unten eine dicke Kugel installieren. Hier oben drauf eine mittlere und hier eine kleinere. So, und das Ganze, das ziehen wir bis hier oben hin durch, weil hier kommt eine Ellipse drauf. Diese zeichnen wir dann runter. Also man kann jetzt hier drauf gucken, erkennt man, oder? Das Ganze wird hier unten passend abgeschlossen. Dann bekommt das einen Schwung hier noch drüber. Das ist jetzt ein Zylinder. Den können wir dann auch richtig dunkel machen. Das sieht dann so aus. Dann haben wir jetzt hier unten die Form. Wie man sieht, guckt der Schneemann nach links, sonst wird der Hut nicht ganz so passen. Der ist so ein bisschen daneben gerückt. Deswegen geben wir ihm jetzt hier mal eine Nase hin. Also auch wenn ich selber nie Schneemänner mit Nasen baue, also zumindest keine aus Karotten. Ich forme die dann immer aus Schnee, also echte Nasen. Das ist, finde ich, irgendwie passender. Wobei das hier zum Zeichnen natürlich deutlich schöner ist mit einer Karotte. Auch ja, wenn man hier mit Farbe zeichnet, dann mit dem farblichen Akzent da noch drin. Das passt dann schon ganz gut. Bedenkt hierbei auch diese Kreise, die ihr macht, dass die durchgängig sind. Das heißt, ich habe die ja vorher schon gemacht und weiß, wie dieser gesamte Kreis aussieht. Gerade wenn hier so ein Element dazwischen ist, was das Ganze so ein bisschen durchbricht, ist es immer gut zu wissen, wo dieser Kreis komplett herläuft und dass das auch passt mit dem Bogen hier. Also, dass der auf der anderen Seite der Möhre auch da weitergeht, wo er eigentlich ist und nicht irgendwo, ja, komplett woanders. Dann geben wir dem hier mal so Augen und einen Mund. Keine Ahnung, den macht man doch raus. Früher waren das, glaube ich, so Kohlestücke, oder? Dann machen wir das so auch einfach mal mit Kohle. So. Und jetzt ist es ja so, man hat ja diese Kugeln auf die unteren Kugeln draufgesetzt. Das heißt, von der Logik her sieht man diese Kugel jetzt hier komplett. Also können wir die auch so komplett hier zeichnen. Genau wie hier auch und hier unten auch, weil das, was wo der hier draufsteht, natürlich kann man das jetzt ein bisschen breiter machen, dass man auch sieht, dass dieser Schneemann wirklich steht. Aber wichtig ist dabei, dass man im Prinzip diese Überlappung hier hat. Und jetzt halt die Frage, was hat er noch? Wir können nehmen, was können wir denn jetzt hier geben? So ein Arm im besten Fall. Mit Armen ist es bei Schneemännern immer ein bisschen schwierig, wegen Stabilitätsgründen. deswegen machen wir jetzt einfach mal hier so. Zack, dahin, dahin und geben dem, was weiß ich, eine Schaufel hier zum Wegschippen, eine Schneeschippe sozusagen. Das Ganze hat er dann natürlich hier in der Hand, deswegen geht das hier durch und steht dann da auf dem Boden. Die Hand, die greift hier so rum und geht dann hier in den Schulterbereich, das heißt, so würde ich sagen, passt das ganz gut. Auch hier wieder diese Kugel, die oberen, die sieht man, die untere, die dockt hier dann nur an, weil die liegt ja unter der Kugel, das heißt, die obere überlappt. So, und den Schneemann können wir hier unten im besten Fall so, ja, so ein bisschen flacher abschneiden, weil der steht ja auf dem Boden. Das heißt, diese Kugel ist nicht perfekt rund hier unten, sondern so ein bisschen eingedrückt. Das heißt, wir zeichnen die Rundung so ein bisschen flacher, dass man erkennt, okay, der steht jetzt hier. Vielleicht hat er hier noch so ein zack, zack, wie so ein, ja, eine Knopfleiste, sage ich mal, damit die Ausrichtung des Schneemannes hier nach links nochmal bestätigt, definiert. So, und jetzt können wir das Ganze ausschraffieren. Dafür würde ich euch jetzt
aber eher härtere Bleistifte empfehlen. Nicht, weil man mit denen so besonders gut schraffieren kann, sondern weil die etwas gräulicher sind. Also nicht so dieses tiefschwarz. Hier ist zum Beispiel eine 2B-Mine drin. Die ist schon recht weich und halt auch recht schwarz, wie man hier sieht. Also eigentlich ein schöner Kompromiss, wenn man skizzieren möchte. Deswegen habe ich den auch, weil man leicht damit aufdrücken kann, trotzdem Linien sieht und aber auch ins Tiefschwarze gehen kann. Bei den härteren ist es eher so, dass man vorsichtig arbeiten muss, weil die das Papier halt eher zerkratzen und die sind nicht so tiefschwarz. Also man hat damit eher so ein gräuliches Erscheinungsbild. Das ist jetzt so ein typischer Standardstift hier, HB, ganz normal. Und den würde ich jetzt so mal gucken, ob das passt oder nicht. Ja, ist okay. Gucken einfach mal weiter. Ich habe hier noch so einen 4H-Stift. Der ist schon sehr hart. Also den habe ich selten bis nie, glaube ich, genutzt. Gucken wir mal, was der so kann. Also der ist schon sehr, sehr hellgrau. Die Schwierigkeit bei dem Stift liegt jetzt eher, dass man den vernünftig einarbeitet. So, das mache ich ja auf einem Extrazettel mal eben kurz, weil der nämlich ziemlich harte Kanten hat aktuell und da er sich nicht so schnell abzeichnet wie so eine B-Mine, die ist halt sehr weich und sehr schnell weg. Daher bleibt die wirklich sehr, sehr stabil. Also technische Zeichnungen und sowas, das kann man hiermit natürlich sehr, sehr gut machen, weil die wirklich, der ist sehr, sehr lange, sehr akkurat oder sehr, wie nennt sich das, präzise, passt glaube ich ganz gut. Wenn man hier zum Beispiel so ein Muster machen möchte, dann hat man hier diese Mine, die sich irgendwie kaum verändert, also von der Dicke. Wenn man das jetzt so mit dem 2B-Bleistift macht, dann ist die nach einigen Strichen, wird die immer dicker, weil die sich halt sehr, sehr schnell abnutzt. Das heißt, auch hier muss man drauf gucken, was möchte man machen. In der Form ist es, ja, eher etwas unpraktisch hier. Also, von daher mal schauen, ob das jetzt klappt oder nicht. Hierbei halte ich den Stift so fest, also ganz normal so in der Hand, weil ich dann nur so arbeite und den nicht in der Ausrichtung verändere. Das heißt, die Stelle, mit der ich schraffiere, bleibt schön gleich und weich, sozusagen. Und dann drehe ich die Zeichnung lieber ein bisschen und gehe dann nach und nach in die Bereiche rein, die koloriert werden müssen. Dabei würde ich einfach so eine Faustformel anwenden, dass man alles, was jetzt außen liegt, leicht abdunkelt und alles, was hier innen ist, also hier zum Beispiel, dass man da so einen typischen Lichtreflex reinbaut. Das sehe dann so aus und es gefällt mir überhaupt nicht. Also irgendwie, ich weiß, warum ich mit Bleistift so überhaupt kein Freund davon bin, weil es ist so unfassbar trostlos. Also es sieht toll aus, klar. Also nicht das jetzt hier, sondern von Leuten, die es jetzt also können, sage ich mal, so im Bleistiftbereich. Da kann man ganz tolle Zeichnungen zaubern. Aber das muss man dann halt auch echt schon also mit vielen verschiedenen Stiften machen. Das heißt, ihr habt eine ganze Palette von verschiedenen Bleistifttönen. In dem Fall kann man jetzt hier nachträglich, wie gesagt, noch die Stellen ein bisschen rausstupfen, rausarbeiten. Aber mir ist das einfach zu trist. Also ich kann damit überhaupt nichts anfangen. Das habt ihr sicherlich schon festgestellt. So manche Bereiche, die mache ich so gut wie gar nicht. Und das hat dann auch meistens einen Grund. So, in dem Fall ist es auch wirklich so, dass mir einfach die Farbe fehlt. So, wie seht ihr das? Was meint ihr dazu? Seht ihr das genauso? Habt ihr lieber Farben als Bleistift? Oder? Weil ich sehe das nämlich sehr häufig, dass viele mit Bleistift wirklich anfangen. Und ich denke mir, warum macht man das? Also ich finde, das ist viel schwieriger, mit Bleistift irgendwas cool aussehen zu lassen oder auch etwas zu definieren. Sei es mal ein Stück Holz zum Beispiel. Klar, mit einer Maserung kann man das ungefähr darstellen, dass es Holz ist. Aber Marmor zum Beispiel oder andere Sachen, das wird dann so ein bisschen schwieriger. Und vor allem, was ist das für ein Holz? Und wie unterscheidet man dann verschiedene Holzarten mit unterschiedlichen Maserungen. Ja, nee, ist klar, aber trotzdem ist es viel schwieriger, etwas darzustellen, weil halt die komplette Farbebene fehlt. Und wenn ihr mit Farben arbeitet, dann habt ihr so schnell so auch Erfolgserlebnisse und besonders am Anfang, wenn man wirklich, ich sag mal so, gerade mal was machen will oder sich motiviert zum Zeichnen, dann möchte man doch auch irgendwas was sehen, so, ne, im Ganzen. Und da ist es, also selbst die Karotte, das wäre jetzt so ein schöner orangefarbener Effekt hier drin. Und hier dieser Holzschieber da, das kriegt man auch schön hin, hier im Schnee man sind vielleicht noch so ein paar Blautöne. Das lebt viel mehr. Die Zeichnung, die ist lebendig. Und das jetzt ist so, ja, ganz nett. Ne? Sieht aus wie fotokopiert aus irgendeinem Buch. Hat vergessen, den Farbmodus zu aktivieren. Also ist so, boah, weiß ich nicht. Nee, also für mich nichts. Ich hoffe, es konnte euch jetzt irgendwie unterhalten oder weiterhelfen. War nur ein kleines Video. Ich freue mich auf den nächsten Schneemann, weil den gibt es in Farbe. Ja, endlich. Und ich weiß nicht, ob ich das nochmal in extra Teil mache. Ich werde das auf braunem Papier hier machen. Das heißt, einen Schneemann auf braunem Papier, aber
aber auch mit Farbe, wo wir dann auch einen weißen Buntstift mal einsetzen können, weil das ist auch eine sehr spannende Sache. Aber auch ganz normale Farben wirken hier komplett anders, wie man sich halt denken kann. Aber das, wenn man das noch nicht gemacht hat, dann ist das schon ein Erlebnis, sage ich mal. Gut, in der Hinsicht freut euch auf die nächsten Teile. Ich weiß jetzt noch nicht, wie das aussieht, was jetzt da als nächstes kommt. Was auf jeden Fall sehr bald kommt, ist hier das Design. Da freue ich mich schon sehr drauf, also auf den Holzkacheln hier. Wenn euch das interessiert, habe ich, glaube ich, schon verlinkt. Wenn nicht, dann findet ihr es wie immer in der Videobeschreibung. Und nun wünsche ich euch erstmal einen schönen Winter, viel Schnee zum Schneemann bauen und eine schöne Zeit. Bleibt gesund, bis zum nächsten Video und tschüss.